Hallo, mein Name ist Mai Klosterheifen. Ich bin der Präsident der Albert-Schweitzer-Stiftung für unsere Mitwelt. Heute geht es um das Thema Klima, genauer gesagt um die Treibhausgasemissionen aus der Tierhaltung. Es gibt einen aktuellen Bericht des Weltklimarats und der besagt, dass die Erderhitzung deutlich schneller voranschreitet als bislang angenommen. Das heißt, die Emissionen müssen jetzt schnell runter und die große Frage ist, was können wir als Privatpersonen dazu beitragen? Das schauen wir uns heute an. Unsere Ernährung hat einen sehr großen Einfluss auf das Klima. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass Tierprodukte eine schlechte Klimabilanz haben. Das Umweltbundesamt hat dazu auch Zahlen. Das sagt, dass 1 Kilogramm Schweinefleisch für 4 Kilogramm Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Bei Obst und Gemüse ist es weniger als 1 Kilo, also weniger als ein Viertel der Treibhausgasemissionen. Global gesehen sagt die Welternährungsorganisation, dass 14,5% aller vom Menschen gemachten Treibhausgasemissionen aus der Tierindustrie stammen. Was für mich persönlich noch neu war, die 3 größten Fleischkonzerne der Welt produzieren mehr Treibhausgase als das ganze Land Frankreich. Die Frage ist also, warum produzieren Tierprodukte so viele Treibhausgase? Das schauen wir uns jetzt an anhand von 4 wichtigen Faktoren. Das erste Thema ist die ineffiziente Landnutzung. Über 90% aller weltweiten Agrarflächen werden für die Produktion von Tierprodukten verwendet. Dabei liefern diese Tierprodukte gerade mal 18% aller weltweit produzierten Kalorien. Das ist also ein sehr ineffizientes System. Für diese ganzen Flächen werden auch oft Wälder abgeholzt oder Moore trockengelegt. Beide speichern eigentlich enorm viel CO2, aber durch die Zerstörung wird das natürlich freigesetzt. Die Schleppnetzfischerei ist auch nicht besser. Die wirbelt den Meeresboden auf, da ist sehr viel CO2 drin gespeichert, das freigesetzt wird. Und die Menge hat mich sehr schockiert. Das ist nämlich ungefähr so viel wie der globale Flugverkehr. Das zweite Thema ist die Verdauung der Tiere. Jedes Tier muss verdauen und die Wiederkäuer produzieren dabei jede Menge Methan, also Rinder und Schafe zum Beispiel. Bei einem Rind ist es so, dass das bis zu 700 Liter Methan an einem Tag produziert. Was ist das Problem dabei? Methan ist auf einen Zeitraum von 20 Jahren gerechnet 86 Mal klimaschädlicher als CO2. Das dritte Thema ist die Düngung. Allein in Deutschland werden 1,5 Milliarden Liter Gülle pro Jahr produziert. Wo kommt die hin? Auf die Felder. Das Problem dabei ist, dass Gülle Stickstoff enthält. Wenn der in den Boden kommt und die Pflanzen den Stickstoff nicht mehr aufnehmen können, dann wird daraus Lachgas. Und das ist gar nicht lustig, weil Lachgas 265 Mal klimaschädlicher ist als CO2. Das vierte und letzte Thema sind die Produktionsketten und der Energiebedarf. Um Tierprodukte herzustellen, braucht es extrem viel Energie. Bevor so ein Schnitzel auf dem Teller landet, werden die Tiere und auch das Futter oft über sehr weite Strecken transportiert. Und das setzt natürlich auch sehr große CO2-Emissionen frei. Außerdem müssen unzählige Ställe und Schlachthöfe mit Energie versorgt werden. Und auch die Kühlung von Fleisch und Co. ist sehr energieintensiv. Auf der anderen Seite verbraucht die Herstellung und Lagerung von Obst und Gemüse zum Beispiel viel, viel weniger Energie. Was können wir also tun? Auf eine pflanzliche Ernährung umzustellen, könnte den Ausstoß von Treibhausgasen stark senken. Was die ernährungsbedingten Treibhausgase angeht, sogar um 70%. In diesem Video haben wir euch nur gezeigt, warum die Tierindustrie so viele klimaschädliche Gase ausstößt. Von diesen ganzen anderen negativen Auswirkungen war noch nicht die Rede. Also was ist mit Gewässern, Böden, Artenvielfalt, den Menschen selber und natürlich mit dem Leiden von Milliarden von Tieren. Mein Tipp an alle, die das Klima schützen wollen, meldet euch zu unserer Vegan Taste League an. Das ist ein veganes Schnupperprogramm, mit dem ihr euren ganz persönlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten könnt.